Hallo zusammen. Für mich ist das in diesen Tagen ein komisches Gefühl, vor Martin-Luther-Haus zu stehen und irgendwie ist niemand da. Dort, wo sich sonst viele Gruppen und Kreise treffen, wo Menschen ein Stück Heimat haben. Hier kommt man gerne zusammen, zum Singen, nach dem Gottesdienst, zum gemeinsamen Essen. Eigentlich würde hier gerade der neue Alpha-Kurs beginnen. Leib- und Seele-Abende, der Nachhaltigkeitsnachmittag, sie finden nicht mehr statt. Seit über 10 Jahren öffnen wir mittwochs die Türen für den Mittagstisch. Auch er findet nicht statt. Viele ältere Menschen freuen sich alle 2 Wochen darauf, gemeinsam hier zusammenzusitzen. Erst vor einigen Wochen haben wir das Mitarbeiterfest gefeiert. Und vor genau einem Jahr haben wir hier angefangen aufzubauen für den Ostergarten. Viele von euch waren dabei, viele waren als Besucher da. Wir verbinden mit diesem Ort unglaublich viele tolle Dinge. Und nun, wie sieht dein Alltag aus? Welche Dinge machen dir zu schaffen? Hier mal einige Sachen, die ich von Menschen in letzter Zeit gehört habe, die auch in dieses Haus kommen. Da gibt es jemand, der von seinem Arbeitgeber nach Hause geschickt worden ist. Wie es weitergeht, ist ungewiss. Er macht sich Sorgen. Wie soll ich meinen Kredit weiter bezahlen? Wie soll ich andere offene Rechnungen begleichen? Da gibt es Menschen, die zu der Risikogruppe gehören, älter sind oder erkrankt sind. Sie fragen sich, wo kann ich überhaupt noch hingehen? Alleine einkaufen, mein Rezept vom Arzt einlösen? Okay, vertraue ich in dieser Zeit dieser Zusage Gottes? Oder versuche ich doch, alles für mich selbst zu klären? Mir gibt es Trost, Hoffnung und Halt. Ich kann mich unter diesem Schirm Gottes sicher fühlen. Egal, was ich tue, egal, wo ich hingehe. Egal, wie groß die Not wird. Auch wenn vielleicht mich das Virus befallen sollte. Gott wird da sein. Er gibt Trost, er gibt Zuversicht, er ist die Burg. Sich geborgen fühlen, das ist etwas ganz Entscheidendes und Wichtiges. Sprechen Sie das nochmal laut für sich. Meine Zuversicht, mein Gott, auf den ich traue. Machen Sie das mal, nicht nur jetzt beim Video gucken, sondern auch vielleicht im Laufe des Tages. Meine Zuversicht, mein Gott, auf den ich traue. Ich merke, es beruhigt mich. Es gibt mir Gelassenheit. Es gibt mir eine Perspektive. Auch wenn ich nicht weiß, was morgen kommen wird. Nutzen Sie doch die Zeit bitte sinnvoll. Nehmen Sie Kontakt zu den Personen auf, mit denen Sie sonst ins Martin-Luther-Haus gehen würden. Rufen Sie sie an, schreiben Sie eine Karte, eine E-Mail. Hören Sie, was die anderen Menschen bewegt. Unterstützen Sie in schwerer Zeit. Wenn Sie überfordert sind, rufen Sie die Pfarrer an, die Hauptamtlichen. Sehen Sie selber, das ist passiert nach dem Aufruf. Ich hätte es selber nicht geschafft. Aber Gott hat Menschen und Herzen bewegt, dass so viel Lebensmittel da sind. Und das ist nur ein Raum. Ein anderer Raum ist auch gut gefüllt. Gott tut heute noch Wunder. Stunde um Stunde, Tag für Tag. Seien Sie behütet und kommen Sie gut dadurch. Und denken Sie daran, mein Gott, meine Zuversicht, auf den ich hoffe.